Mit einer Gruppe von wagemutigen Männern, Frauen und auch Kindern brechen wir auf nach Slowenien an die Soča zum Wildwassertraining mit Tim von Current Raft. Er wird uns 2 Tage lang begleiten, uns alle sicherheitsrelevanten Hinweise zum Wildwasser geben und wir werden gemeinsam diese 2 Tage lang unterschiedlich schwierige Streckenabschnitte der Soča befahren und natürlich auch kentern. Zuerst zu Übungszwecken und dann, weil es halt passiert. Kommt mit auf eine wunderschöne Reise und auf ein Happy End am Lagerfeuer. Dr. Outdoor. Scout or die. Wir schauen mal, ob wir es überleben. An einem Doppelschwall Wildwasserstufe 3 will Tim uns mal zeigen, wie man eine ideale Linie zuerst mal scoutet, plant und dann auch wirklich fährt. Dazu haben wir unterhalb zur Kontrolle und mit Wurfleinen 3 Männer aufgestellt und jeder darf mal versuchen. Jedenfalls fährt Tim hier mal vor mit Leichtigkeit. Ob wir das auch schaffen? Erster ist unser Held Robert, der eine schnelle Linie ansetzt und perfekt die Wellen trifft, kurz mal aufsitzt und dann unter der Brücke durch, im Pool auf weitere Kommandos wartet, Gas gibt und die letzte Stufe elegant trifft. Geschafft! Mega! Dr. Outdoor, verwegen und hirnlos wie immer, bombt voll in den Felsen ein, aber fährt weiter. Er schafft den Pool, nimmt die Kurve, um die 90-Grad-Stufe zu schneiden. Da liegt ein Felsen drin und der... Oh, oh. Naja, Boot wird gerettet, Paddel wird gerettet, Mann überlebt. Martin, unser freundlicher Bayer, versucht sein Glück. Auch er sticht in die Wellen, sitzt voll auf und kommt runter in den Pool. Die 90-Grad-Haarnadelkurve elegant umfahren und geschafft! Bravo! Zu guter Letzt kommt Jacki, unser Mimimi. Etwas ängstlich, etwas langsam versucht er sich nach dem Billardprinzip abzustoßen, aber er umschifft diesen blöden Felsen. Also, er hat bis jetzt mal alles richtig gemacht. Hier im Pool konzentriert er sich kurz, bleibt gemütlich und sticht in die schwierige 90-Grad-Kurve elegant und schafft es auch. Irgendwie haben alle was besser gemacht als Dr. Outdoor. Naja, Schwamm drüber, wir umgehen die nächste schwierige Stelle und jeder kriegt noch seine Chance zum Kentern, das sei mal verraten. Na gut, aber um Tim braucht ihr euch hier mal keine Sorgen machen, weil der hat's leider wesentlich besser drauf. Wir tragen lieber. Jetzt kommt eine Passage, auch wieder Wildwasserstufe 3, die definitiv über unserem Level liegt. Es geht rund. Wir haben es alle geschafft. Einer schwimmt, einer rammt die Felsen, einer fährt rückwärts. Aber gut, es ist gut gegangen und es war richtig knackig. Eine Challenge.
Oh ja. Nach der nächsten Hürde sammeln wir uns im nächstbesten Kehrwasser, leeren die Boote aus, weil die sind immer komplett voll mit Wasser, und es geht weiter. Lage der Nation. Du hängst hier wie ein Affe. Ja, die Lage ist aussichtslos. Was meine ich, Herwassereinfahrt jetzt auch nochmal? Wirklich? Die da jetzt? Heute war es super. Die da jetzt? Du warst schlecht. War zu spät, zu früh und alles. Vorne kommt der Bunker Schwall. Den schauen wir uns vorher an. Bei Meerwasser hast du eine schönere Linie. Umtragen wir das Ganze. Ja, und zwar alle Mann. Wir haben zwar den sogenannten Bunkerschwall umtragen, aber danach ging es ganz schön knackig weiter. Direkt über dem Bunkerschwall befindet sich aus dem Ersten Weltkrieg eine alte Festungsanlage. Und weiter unten wurde von den Militärs ein riesiger Tunnel gegraben, um die Kanonen von weiter unten dann hinauf zu diesem Bunker zu bringen. Dieser Tunnel wurde erst vor einigen Jahren wieder entdeckt, und das ist hier eine willkommene Abkürzung, um einen sehr kritischen Canyon Wildwasser 4 einfach umgehen zu können. Wir reden hier von einigen hundert Metern völliger Dunkelheit, nur mit Packrafts und einer Taschenlampe, und überall am Boden sind Wasserlöcher, wo man wirklich aufpassen muss, wo man hinsteigt. Belohnt wird das Ganze dann, wenn man mal rauskommt
mit einem wunderschönen, stromaufwärts führenden Canyon. Geil, oder? Sehr geil. Ja, vielleicht. Gib Gas. Jetzt ist die Strömung. Current Draft. Und mit dem Gutscheincode Dr. Autor minus 5%. Auch auf Wildwassertraining. Oh ja, man lernt was. Ich fahr dann mal. Nach diesem Militärtunnel kommen noch ein paar knackige Stellen und irgendwann finden wir auch wieder eine Welle, auf der wir reiten. Ich bin natürlich wieder mal gekentert, aber ich war nicht der Einzige. Eigentlich hat es jeden erwischt, außer Tim, tja, warum wohl, und Jacki, weil Jacki war halt immer vernünftig genug, auch kein Fehler. Jedenfalls, bald kommen wir zu der Stelle, wo die Socha mit der Koritnica zusammenkommt. Und genau hier ist unser Campingplatz. Einmal noch richtig reinkämpfen. Wir haben es geschafft. Tag 2 überstanden. Tim ist nicht hier, er holt sein Auto. Jetzt peinliche Befragung. Wie war's mit Tim? Es war ein unglaublich interessantes Erlebnis. Noch nie so was Spannendes gemacht. Die Natur war traumhaft. Und unser Guide hat uns echt perfekt durchgelotst und es ist nichts passiert. Robert will sicher nichts zur Lage der Nation beitragen. Na, es war top vorher. Okay, Inga, wie hat's dir getaugt? Es war sehr schön, war top. Warum hast du dann früher aufgehört? Ich muss mich um die Kinder kümmern. Ah! Die Socha ist wunderschön und Tim ist ein toller Trainer. Maxi, Gangster Leo, wie war's? Cool. Lustig, aber ich bin trotzdem froh, jetzt irgendwie wieder da zu sein. Das sind wir alle. Großes Lob an Team von Current Draft. Super geil, es war einfach eine tolle Tour. Perfekt. 5%. Der Rabattcode von Dr. Outdoor. Bei Tim's Current Draft. Yeah, so schaut's aus. Tim, danke! Yay! Yeah. Dr. Outdoor, over and out. Lass das Bier fließen, Party on, yeah, yeah, yeah. Und so weiter. Mann, du hast meine Stimme.